Die Fummelzone, in anderen Verbänden auch Safety Zone genannt, Safety Area. Die Fummelzone ist der Bereich, in dem mit der Waffe hantiert werden darf. Das bedeutet, ihr habt eure Koppel angelegt, ihr geht in die Fummelzone, legt eure Rangebag, euren Rucksack, eure Tasche, euren Koffer, eure Plastiktüte, was auch immer, solange diese mit einem Schloss versehen ist. Holt die Waffe raus, Safety Check, trocken abschlagen in eine sichere Richtung, Waffe holstern. Keinesfalls dürft ihr in der Fummelzone mit den Magazinen oder mit Munition hantieren. Das ist explizit in der Fummelzone untersagt. Zuwiderhandlung kann und wird, wenn es gesehen wird, zu einem sofortigen DQ führen. Wie mache ich es denn dann mit der Munition und den Magazinen? Nun, wie mache ich das zum Beispiel? Sehr, sehr häufig und insbesondere, wenn ich einen langen Wettkampftag habe, wo ich 3, 4, 5, 6 verschiedene Disziplinen schieße, mit unterschiedlichen Waffen, dann befülle ich alle Magazine im Vorfeld. Natürlich kommt es vor, dass ich Magazine dort dann, wenn ich Waffen mehrfach benutze, nachbefüllen muss. Aber für meine ersten Durchgänge mit dieser jeweiligen Waffe fülle ich die Magazine vor. Das spart Zeit, Nervosität und so weiter. Hier und da mal, je nachdem, kann es auch passieren, dass ich Magazine bereits in der Koppel, in den Magazin-Pouches bereits transportiere. Das kann passieren. Ansonsten, wie gesagt, Waffe auspacken, Safety-Check, holstern und dann überall außerhalb der Fummelzone. Das kann vor dem Schießstand sein, das kann einfach nur ein Bereich sein, wo die Fummelzone nicht ausgewiesen ist. Zum Beispiel 90 Grad davon an der Wand, nimm dir einen Stuhl, hock dich dahin, mach deine Tanks voll. Ist eigentlich relativ einfach. Hast du einen Wettkampf durchgeschossen? Wohin mit dem Magazin? Wie soll man das denn handhaben? Nun, hier geht man eigentlich in umgekehrter Reihenfolge vor. Das heißt, wenn ich sowieso den Platz mit der Rangebag wechseln muss, um meine Magazine herauszuholen, um sie in die Koppel zu packen, in die Magazinpouches, dann lasse ich meine Tasche gerade da stehen. Habe ich den Wettkampf durchgeschossen und ich weiß, ich muss einen Waffenwechsel vornehmen, hey, dann gehe ich da hin, nehme meine Magazine raus, packe sie in meine Tasche, nehme die anderen Magazine, packe sie rein. Und du bist safe. Dann gehe ich in die Fummelzone. Ich nehme die Waffe aus dem Holster, erneute Safety Check, trocken abschlagen, in die Tasche wieder rein, verstauen, andere Waffe raus, jedenfalls Holster wechseln, wenn erforderlich, und du bist safe und du hast deine Magazine nicht angepackt. Wichtig ist, es darf nicht mit Munition in der Fummelzone hantiert werden. Das ist das A und das O. In diesem Sinn, ich wünsche euch auf jeden Fall, wir sind 2019, Wettkampfjahr geht bald wieder los, zumindest bei uns in Hessen. Ich habe heute meine erste Wettkampfanmeldung schon getätigt für Landesmeisterschaft Dienstpistole, Dienstrevolver, Dienstpistole bis 1945 und SAR, weil ich aber nicht schieße. Das heißt, das Jahr geht bald los, da kommt noch die LAR mit dazu. Das wird, glaube ich, der erste Wettkampf wieder sein dieses Jahr. Und ich freue mich absolut wie Bolle. Ich bin total geil auf die Wettkämpfe dieses Jahr. Insbesondere, weil wir letztes Jahr mit unserer SLG im dritten Wettkampfjahr richtig geil abgeschnitten haben. Und wir wollen das dieses Jahr nochmal toppen. Also, wir sehen uns.